Unser Medaillenträger trägt vor zum Thema zur Begründung der Freiheit. Herr Faubel, Sie haben das Wort. Einige von Ihnen haben sich vielleicht über den Titel meines Vortrags gewundert. Muss man Freiheit denn begründen? Ist Freiheit nicht etwas Selbstverständliches und Natürliches? Ich meine, nein. Freiheit ist nicht der ursprüngliche Naturzustand der Menschheit. Der Naturzustand ist die Anarchie. In der Anarchie ist die Freiheit des Einzelnen nicht geschützt. Insofern ist die Freiheit nichts Natürliches. Sie muss organisiert werden. Man kann die Notwendigkeit einer Begründung auch nicht dadurch aus der Welt schaffen, dass man die Freiheit zum Naturrecht erklärt. Denn wer dies tut, muss darlegen, weshalb das Recht auf Freiheit natürlich und vernünftig ist. Freiheit ist nur dann vernünftig, wenn sie einem Zweck dient. Die Forderung nach Freiheit muss deshalb mit diesem Zweck begründet werden. Aber die Freiheit kann ohne jede Wertung insofern natürlich sein, als sie einer natürlichen Auslese der Evolution entspringt. Damit beginne ich, denn das ist ein Thema, das Hayek sehr beschäftigt hat. Ich beginne mit einem Zitat von David Hume, denn Hayek baut auf David Hume auf. Aber ich werde versuchen zu zeigen, dass es da doch wichtige Unterschiede gibt. Ich werde zunächst die ersten beiden Sätze des Zitats vorlesen und sie dann erläutern. Und ich lese sie so vor, wie sie bei Hume stehen. The rules of equity or justice owe their origin and existence to that utility which results to the public from their strict and regular observance. Public utility is the sole origin of justice. Das ist eine rein positive Aussage. Jetzt muss man wissen, Justice ist bei Hume immer Civil Justice. Und Civil Justice definiert er als Schutz der Eigentumsrechte und staatliche Durchsetzung von Verträgen. Der Schutz der Eigentumsrechte ist aber ein Freiheitsrecht. Deswegen ist dieses Zitat über die Freiheit, obwohl da das Wort Justice steht. Denn Justice bei Hume beinhaltet Freiheit, das Eigentumsrecht. Ich lese weiter vor. Common interest and utility beget infallibly a standard of right and wrong. The circumstance of utility in all subjects, bei allen Menschen, is a source of praise and approbation. It is constantly appealed to in all moral decisions. What theory of morals can ever serve any useful purpose unless it can show by a particular detail that all the duties which it recommends are also the true interest of each individual. Dazu, zur Klarstellung, Humes Common Interest and Utility ist nicht mit Benthams und John Stuart Mills Utilitarismus zu verwechseln. Denn erstens, es wird nicht der Nutzengewinn des einen gegen den Nutzenverlust des anderen aufgerechnet, was ja empirisch unmöglich ist. Alle müssen ihren Nutzen erhöhen. Es wird kein interpersoneller Nutzenvergleich vorgenommen. Zweitens, Humes Utilitarismus ist nicht normativ, sondern, wie ich schon sagte, positiv. Hume will erklären, was mit moralischen Werturteilen gemeint ist, nämlich Common Interest and Utility is appealed to, und weshalb sich welche Moral durchsetzt, Origin.
Das heißt, Hume beantwortet sowohl eine Frage der Logik oder genauer Semantik, appeal to, als auch eine empirische Frage, origin. Hayek billigt Humes Moraltheorie und interpretiert sie darwinistisch. Sie wissen, Hayeks Vater war Biologieprofessor in Wien. Ein Zitat, mehrere Zitate folgen jetzt von Hayek. Das erste ist aus Kinds of Rationalism, Studies in Philosophy, Politics and Economics, also ein frühes Zitat. Utilitarianism appears in its first and legitimate form in the works of the same David Hume, who showed that certain abstract rules of conduct came to prevail because those groups who adopted them became as a result more effective in maintaining themselves. Fittest for survival, würde Darwin sagen. Zweites Zitat, später. We can't have any morals we like or dream of. Morals to be viable must satisfy certain requirements. What is required is not mere consistency. A system of morals also must produce a functioning order, capable of maintaining the apparatus of civilization which it presupposes. Nun noch ein drittes Zitat von Hayek, das uns noch weiter beschäftigen wird. Auch zu diesem Punkt, Evolution und spontane Ordnung, dieser Vortrag ist zum Beispiel abgedruckt in dem Band Die Anmaßung des Wissens, herausgegeben von Wolfgang Kerber. Die Entwicklung der Moral ist ein Anpassungsprozess, das ist Darwin in Reinkultur, Anpassungsprozess und nicht, wie die rationalistischen Theoretiker glauben, ein Ergebnis bewusster menschlicher Entscheidung. Jene Gruppen, die das Glück hatten, aus irgendeinem Grund die richtigen Handlungsgewohnheiten zu erwerben, haben sich damit die Möglichkeit geschaffen, sich schneller zu entwickeln als andere Gruppen. Meine Behauptung ist, dass sich diese moralischen Anschauungen durchgesetzt haben, weil jene, die das Privateigentum anerkannten, sich viel schneller vermehrt haben als all die anderen. Nun, Anmerkung zu diesem Zitat. Sie haben sofort gemerkt, anders als Humes Moraltheorie, ist Hayeks Theorie nicht nur positiv, sondern auch normativ. Da steht die richtigen Handlungsgewohnheiten. Zweitens, anders als Hume, das werde ich gleich zeigen, behauptet Hayek, dass die Evolution der Moral nicht das Ergebnis bewusster menschlicher Entscheidung ist. Das sieht Hume nicht so. Zu dem ersten Punkt. Richtige Handlungsanweisungen ist eine normative Formulierung. Und insofern haben wir es bei Hayek mit einem normativen Sozialdarwinismus zu tun. Das ist so auch bei Darwin selbst. Ich habe hier ein Zitat von Darwin aus The Descent of Man. At all times throughout the world, tribes have supplanted other tribes. And as morality is one important element in their success, the standard of morality and the number of well-endowed men will thus everywhere tend to rise and increase. Normativ. Ich finde, der normative Sozialdarwinismus ist problematisch. Die stärkste Gruppe ist nicht unbedingt die beste. Der Faschismus ist eine direkte Ausgeburt des normativen Sozialdarwinismus. Nun zu dem zweiten Punkt, spontane Evolution. Ich sagte schon, nach Hume ist die Evolution nicht immer spontan. Sie kann zum Teil auch bewusst sein. Hierzu ein Zitat. As civil justice, Eigentumsrechte, evidently tends to promote public utility and to support civil society, the sentiment of justice is either derived from our reflecting on that tendency,
Or, like hunger and other passions, arises from a simple original instinct. Also hier scheint ein Dissens zu sein zwischen Hume und Hayek. Aber wenn Sie noch mehr bei Hayek lesen, finden Sie, dass das gar nicht so ist und dass dieses Zitat, was ich Ihnen gerade von Hayek vorgelesen habe, vielleicht in die Irre führt. Also zunächst folgendes Zitat von Hayek, Law, Legislation and Liberty, Band 1. While the rules on which a spontaneous order rests may also be of spontaneous origin, this need not always be the case. It is possible that an order which would still have to be described as spontaneous rests on rules which are entirely the result of deliberate design. Wie ist das zu erklären? Die Order ist eine Kombination von Rules. Und was er hier sagt ist, möglicherweise sind die Rules für sich genommen alle einzeln sehr gut überlegt. Aber das Ganze, die Order, das Zusammenwirken der Rules ist dann spontan. Das durchschauen die wenigsten Menschen. Auch in dem folgenden Zitat unterstellt Hayek, dass die Menschen ihre Verhaltensregeln bewusst ändern können. The aim in altering or developing rules of just conduct should be to improve as much as possible the chances of any one selected at random. Law, Legislation, Liberty, Band 2. Dieses Ziel stellt nicht auf Humes gemeinsames Interesse der einzelnen Menschen ab, sondern auf den Erwartungswert, selected at random, das heißt den Durchschnitt des kollektiven Nutzens, ist also eine probabilistische Variante des Benthamschen Utilitarismus, den Hayek vor 1976 stets abgelehnt hat. Also wir haben hier einen zweiten Dissens zu Hume. Da interpersonelle Nutzenvergleiche empirisch nicht möglich sind, halte ich mich an Hayeks Position von vor 1976 und an David Humes Common Interest. Zwischenergebnis. Erstens, die natürliche Auslese der Evolutionstheorie ist keine Begründung, das heißt Rechtfertigung der Freiheit, sondern nur eine mögliche Erklärung der Freiheit. Zweitens, wir müssen unseren Wunsch nach Freiheit moralisch begründen, obwohl das anstrengend ist. Drittens, wir können dabei nur erfolgreich sein, wenn wir zeigen, dass die Freiheit im gemeinsamen Interesse der einzelnen Menschen ist. Das heißt, dass die freiheitliche Ordnung in der Regel und langfristig günstiger als A, die Anarchie und B, die staatliche Bevormundung ist. Denn das sind die beiden Alternativen. Viertens, wenn unterstellt wird, dass jeder Mensch sein Interesse erkennt, so kann man auch sagen, wir müssen zeigen, dass sich die Menschen in einem fiktiven Gesellschaftsvertrag auf die freiheitliche Ordnung einigen könnten. Ich komme also jetzt zu dem Hauptteil meines Vortrags, der moralischen Begründung der Freiheit. Und ehe ich das ausführen kann, muss natürlich definiert werden, was mit Freiheit gemeint ist. Ich meine mit Freiheit im Folgenden das klassische Freiheitsziel. Das klassische Freiheitsziel hat zwei Komponenten. A, der Staat schützt jeden Bürger vor Übergriffen der anderen, sowohl anderer Bürger, das ist die innere Sicherheit, als auch Fremder, das ist die äußere Sicherheit. Das sind die beiden Staatsaufgaben. B, der Staat übt nur insoweit Zwang aus, als dieser notwendig ist, um den einzelnen Bürger vor Übergriffen anderer zu schützen. Das ist die klassische Freiheit. Anmerkung. Erstens, das klassische Freiheitsziel entspricht dem Selbstbestimmungsprinzip.
Zweitens, die klassische Definition der Freiheit ist ein Freiheitsrecht, das allen Menschen in gleicher Weise zukommen kann und sollte. Drittens, die klassische Freiheit ist die größte Freiheit, die mit der Freiheit anderer bestehen kann. Ein Zitat von Kant, der auch diesen Begriff verwendet. Das heißt, in der Ordnung der klassischen Freiheit wird die Herrschaft des Menschen über den Menschen auf ein Minimum reduziert. Auf das Minimum, das zur Bewahrung der Freiheit unerlässlich ist. Viertens, die klassische Freiheit schließt negative externe Effekte aus, keine Übergriffe anderer, und trägt damit zur ökonomischen Effizienz bei. Keine negativen externen Effekte. Diese Aussage ist kontrovers. Es gibt viele Ökonomen, die glauben, wenn das Effizienzziel realisiert wird, ist automatisch auch die klassische Freiheit gewährleistet. Ich halte das für falsch. Da die klassische Freiheit negative externe Effekte verhindert, glauben diese Ökonomen, dient sie der Effizienz, aber sie geht meiner Ansicht nach nicht im Effizienzziel auf. Das Freiheitsziel steht neben dem Effizienzziel. Begründung. Erstens, die Effizienz wäre gemäß dem Coase-Theorem auch dann gewahrt, wenn der negative externe Effekt nicht unterbunden, sondern nur internalisiert würde, indem der potenziell Geschädigte dem potenziellen Schädiger Geld dafür zahlt, dass er die Schädigung unterlässt. Das ist nach dem Coase-Theorem effizient. Eine bloße Internalisierung ist aber nicht mit dem klassischen Freiheitsziel vereinbar. Denn der potenziell Geschädigte würde ja von dem potenziellen Schädiger erpresst, nämlich für die Unterlassung der Schädigung zu zahlen. Unvereinbar mit dem klassischen Freiheitsziel. Zweitens, das Effizienzziel legt nahe, nicht nur negative, sondern auch positive externe Effekte zu internalisieren. Dazu müsste der Staat Subventionen zahlen und zusätzliche Steuern erheben, also zusätzlichen Zwang ausüben, der nicht durch das klassische Freiheitsziel gedeckt ist. Da das klassische Freiheitsziel neben dem ökonomischen Effizienzziel steht und nicht von ihm beinhaltet ist, erfasst das ökonomische Effizienzziel nicht alle Aspekte der gesellschaftlichen Effizienz. Es ist nur eine Teileffizienz. Nun immer noch Vorwort, kurz zur Geschichte des klassischen Freiheitsziels. Sie wissen, dass Wilhelm von Humboldt ein radikaler Befürworter des klassischen Freiheitsziels war. Hier sein zentrales Zitat: Der Staat enthalte sich aller Sorgfalt für den positiven Wohlstand der Bürger und gehe keinen Schritt weiter, als zu ihrer Sicherstellung gegen sich selbst und gegen auswärtige Feinde notwendig ist. Zu keinem anderen Endzwecke beschränke er ihre Freiheit. Später finden Sie das auch bei John Stuart Mill, der übrigens Humboldt gelesen hat, ich vermute in einer Übersetzung, und ihn ausdrücklich mehrfach zitiert. John Stuart Mill on Liberty: The only purpose for which power can be rightfully exercised over any member of a civilized community against his will is to prevent harm to others. The only purpose. Allerdings ist Humboldt nicht wirklich der Erste, sondern wir finden das klassische Freiheitsziel schon vorher etwas undeutlich bei John Locke, 1690, Second Treatise on Civil Government. Er schreibt: Government has no other end
but the preservation of property. Und der Begriff Property ist bei ihm sehr breit definiert. Es kommt hier danach. That is lives, liberties and estates, which I call by the general term property. Normalerweise denken wir bei right of property an die estates, nämlich das Eigentumsrecht. Aber bei ihm ist auch das Recht auf Leben und Liberties dabei. Also John Locke. Hayek ist meines Wissens der Erste, der diesen klassischen Freiheitsbegriff auch auf die internationalen Beziehungen angewendet hat. Und das ist in The Road of Serfdom. There must be a power which can restrain the different nations from action harmful to their neighbors. Das sind negative externe Effekte. A set of rules, what a state may do, and an authority capable of enforcing these rules. The powers which such an authority would need are mainly of a negative kind, negative externalities. It must above all be able to say no to all sorts of restrictive measures. But this does not mean that a new superstate must be given powers which we have not learned to use intelligently, even on a national scale, that an international authority ought to be given power to direct individual nations how to use their resources. Also, in den internationalen Beziehungen müssen negative externe Effekte ausgeschaltet werden, aber wir brauchen keine Super Authority, die für die Vergütung positiver externer Effekte zuständig ist. Nur Schaden abwenden. Und das bezieht ja auch auf den Währungsbereich, Free Choice in Currency 1976. I prefer the freeing of all dealings in money to any sort of monetary union, because the latter would demand an international monetary authority, which I believe is neither practicable nor even desirable. Eine super authority. Jetzt fange ich an mit der eigentlichen Aufgabe, nämlich die freiheitliche Ordnung zu vergleichen mit den beiden Alternativen, Anarchie, das mache ich jetzt sehr kurz, und staatliche Bevormundung. Zum Thema Anarchie gibt es sehr viel Literatur. Ich habe das hier auf 5 Punkte reduziert. Erstens, weil die klassische Freiheit jedem Bürger zustehen kann, ist es logisch möglich, sie in einem Gesellschaftsvertrag zu vereinbaren. Zweitens, weil der Übergang von der Anarchie zur klassischen Freiheit den Menschen die Kosten des Krieges und des Selbstschutzes erspart, ist es empirisch möglich, wenn nicht gar wahrscheinlich, dass die freiheitliche Ordnung in einem Gesellschaftsvertrag, wenn nötig mit Seitenzahlungen, vereinbart würde. Drittens, an die Stelle der Kriegs- und Selbstschutzkosten treten aber nun die nicht unerheblichen Kosten der Kontrolle des staatlichen Gewaltmonopols und die Kosten des verbleibenden Kontrollversagens. Die Friedensdividende ist netto entsprechend geringer. Viertens, ein sehr wichtiger Punkt. Der freiheitliche Rechtsstaat nützt den Schwachen mehr als den Starken. Denn die Schwachen werden nun nicht mehr unterdrückt. An die Stelle der Ellbogengesellschaft, Anarchie, tritt die Zustimmungsgesellschaft. Verträge werden geschlossen, ein Markt entsteht. Weil die Schwachen mehr gewinnen als die Starken, ist die Marktwirtschaft schon für sich genommen sozial. Ein Punkt, den Hayek mehrfach betont hat. Die Marktwirtschaft ist für sich genommen sozial, weil der freiheitliche Rechtsstaat den Schwachen mehr nützt als den Starken. Der Begriff soziale Marktwirtschaft ist insofern ein Pleonasmus, das heißt doppelt gemoppelt. Fünftens,
Dieser Gesellschaftsvertrag ist nicht nur im gemeinsamen Interesse, er maximiert sogar das gemeinsame Interesse im Sinne eines Pareto-Optimums. Es wird ja nun ausgehandelt zwischen allen Beteiligten, bis das Pareto-Optimum erreicht ist. Das heißt, Pareto-Optimum heißt, keiner kann noch besser gestellt werden, ohne dass ein anderer schlechter gestellt wird. Nun, das allerwichtigste Thema, der Vergleich der freiheitlichen Ordnung mit der staatlichen Bevormundung. Wenn die moralische Begründung der klassischen Freiheit auf das Gemeinwohl im Sinne des gemeinsamen Interesses aller Individuen, aller einzelnen Individuen abstellen muss, sind erstens die Interessen des handelnden Individuums in dieser Gesellschaft und zweitens die Interessen der anderen zu berücksichtigen. Das heißt, wir müssen erstens fragen, wie wirkt sich die Freiheit auf den Einzelnen aus, der handelt, und zweitens, wie wirkt sich die Freiheit aus auf die anderen, die nicht handeln, aber von den Handlungen des Handelnden betroffen sind. Ich fange an mit dem ersten Punkt, nämlich dem Interesse des handelnden Individuums. Weshalb ist die freiheitliche Ordnung im Eigeninteresse des handelnden Individuums? Hier unterscheide ich zwei Arten von Begründungen, die informationsökonomische Begründung und die anreiztheoretische Begründung. Die informationsökonomische Begründung. Von Jeremy Bentham stammt der Grundsatz: Everybody is the best judge of his own interest. Wenn das so stimmt, dann ist es klar, dass einem Individuum nichts Besseres passieren kann, als dass er oder sie selbst entscheidet. Denn er oder sie ist der beste Richter über das eigene Interesse. Einwand. Es kommt durchaus vor, dass jemand sein Interesse falsch einschätzt und dass jemand anderes dies erkennt. Deswegen halte ich dieses Argument von Bentham nicht für so furchtbar effektiv. Was jeder selbst am besten kennt, sind die eigenen Präferenzen. Daran gibt es keinen Zweifel. Aber nicht unbedingt die geeignetsten Mittel zu ihrer Befriedigung. Realistischer ist da schon der Spruch von Abraham Lincoln: You can fool all people some of the time, you can fool some people all the time, but you cannot fool all people all the time. Das könnte man akzeptieren. Das Argument muss daher anders lauten. Erstens, fast jeder kennt sein eigenes Interesse besser als der Staat. Die Vielfalt der individuellen Präferenzen ist groß. Der Staat weiß nicht, ihr Rechnung zu tragen. Diesen Gedanken finden wir auch bei Wilhelm von Humboldt. Zitat: Die Sorgfalt des Staats für das positive Wohl der Bürger ist schädlich, weil sie auf eine gemischte Menge gerichtet werden muss und daher dem Einzelnen durch Maßregeln schadet, welche auf einen jeden von ihnen nur mit beträchtlichen Fehlern passen. Also der Staat kann nicht differenzieren, weil er die Präferenzen nicht unterscheiden kann. Zweiter Punkt zu diesem Argument. Es gibt kein operationales Verfahren, das es dem Staat erlauben würde, die Fälle zu identifizieren, in denen ein Bürger sein Interesse falsch einschätzt, ohne offensichtlich geisteskrank zu sein, und zu bestimmen, wer das Interesse des betreffenden Bürgers denn besser beurteilen kann, ist operational nicht lösbar. Drittens, im Markt aggregiert dagegen der Preismechanismus das weit verstreute Wissen um individuelle Präferenzen und Produktionsmöglichkeiten in Form einfachster Knappheitssignale weit effizienter, als es staatliche Planung je tun könnte. Und das ist natürlich Hayek. Insbesondere sein berühmter Aufsatz The Use of Knowledge in Society, American Economic Review,
1945. Also, obwohl die Bürger im Einzelfall Probleme haben mögen, ihr Interesse richtig einzuschätzen, ihr Wissensproblem, das Problem ihrer Unwissenheit wird ganz wesentlich entschärft dadurch, dass es ganz simple Knappheitssignale gibt, den Preismechanismus. Nun die anreiztheoretisch begründen. Das erste war informationsökonomisch, anreiztheoretisch. Das erste Zitat, was ich gefunden habe, ist, kein Wunder, Adam Smith, The Wealth of Nations. Every man is much more deeply interested in whatever immediately concerns himself than in what concerns any other man. And as he is fitter to take care of himself than any other person, it is fit and right that it should be so. Also der Einzelne ist selbst am stärksten daran interessiert, das zu tun, was für ihn gut ist. Und deswegen soll er das auch entscheiden. Hier gibt es in Bezug auf das Privateigentum sogar noch einen Vorläufer, den Sie vielleicht gar nicht vermuten würden, nämlich Thomas von Aquin. Thomas von Aquin, Scholastiker, hat geschrieben, natürlich auf Latein, deutsche Übersetzung, weil die Menschen mehr Sorge auf das verwenden, was ihnen gehört, gewährleistet das Privateigentum eine bessere Nutzung der Güter im Sinne des Gemeinwohls. Also die Kirche begründet ihr Eintreten für das Privateigentum anreiztheoretisch. Nun kommen wir zu James Mill. James Mill ist der Vater von John Stuart Mill und ein guter Freund, wahrscheinlich der beste Freund von Bentham gewesen. James Mill vergleicht die informationsökonomische Begründung und die anreiztheoretische Begründung. Also wir haben gesehen, bei der informationsökonomischen Begründung haben wir ein Problem, nämlich dass der Einzelne möglicherweise nicht gut genug informiert ist. Bei der anreiztheoretischen Begründung haben wir das Problem, dass andere nicht den richtigen Anreiz haben, für den Handelnden die richtige Entscheidung zu treffen. Also, Mill sagt, zweiter Absatz, selbst wenn andere besser wüssten, was für mich gut ist, so würden sie doch nicht danach handeln, sondern tun, was für sie selbst günstig ist. Das ist das Anreizproblem. Und das gilt auch dann, wenn die besser informierten anderen staatliche Akteure sind. Also selbst wenn unsere Politiker besser wissen, was für uns gut ist, so werden sie doch nicht das tun, oder oft nicht das tun, was für uns gut ist, sondern was für sie gut ist. Dazu das folgende Zitat, ein Schlüsselzitat on Government von James Mill. Er sagt also, wir haben zwei Probleme. Wir haben das Problem der möglichen Unwissenheit bei den Bürgern und wir haben das Problem der möglicherweise falschen Anreize bei den Politikern, bei den Herrschenden. Was ist jetzt das schlimmere Problem? Er nennt es nicht Problem, sondern Evil, Übel. The choice is placed between the evils, which will be produced by design, nämlich the design of those who have the power of oppressing the rest of the community and an interest of doing it. Das sind die Politiker, dieses Evil, falsche Anreize. And the evils, which may be produced by mistake, zu wenig Information bei den Bürgern. Jetzt kommt die Abwägung. The evils which are the produce of interest and power united bei den Politikern are altogether incurable. Kann man überhaupt nichts machen. The evils which arise from mistake, Unwissenheit der Bürger, are not incurable. For knowledge is a thing which is capable of being increased. Damit ist James Mill der Vater der Public-Choice-Schule.
Politiker und Bürokraten verfolgen ihr Eigeninteresse und dieses stimmt oft nicht mit dem gemeinsamen Interesse der Bürger überein. Dieses Anreizproblem bei den Politikern besteht auch in der Demokratie, obwohl wir ja zur Zeit von James Mill noch keine richtige Demokratie hatten. Sie besteht auch in der Demokratie, obwohl die Politiker von den Bürgern gewählt werden. Der Grund ist folgender. Da das Gewicht der einzelnen Stimme gering ist, hat der Wähler in der Massendemokratie kein Interesse, Anreizproblem, sich hinreichend über politische Inhalte und geeignete Kandidaten zu informieren. Sogenannte rationale Unwissenheit. Damit ist aber nicht nur der Fehlanreiz der Regierenden, sondern auch die Unwissenheit der Regierten, soweit sie sich auf die Politik bezieht, unheilbar. Beides ist unheilbar in der Demokratie. Die politische Unwissenheit der Wähler und der Fehlanreiz der Regierenden. Es sei denn, der Staat wird hinreichend dezentralisiert. Je mehr Menschen an einer Entscheidung beteiligt sind, desto schlechter sind sie informiert. Denn der Anreiz, sich zu informieren, ist minimal. Hegels kollektive Vernunft gibt es nicht. Da wir hier in Wien sind, möchte ich zu diesem Punkt Josef Schumpeter zitieren, der ja in Wien studiert hat. Capitalism, Socialism and Democracy 1943. The reduced sense of responsibility explains the ordinary citizens' ignorance and lack of judgment in matters of domestic and foreign policy. Without the initiative that comes from immediate responsibility, Anreize, ignorance will persist in the face of masses of information, einschließlich Internet, however complete and correct. Insofern könnte man auch Josef Schumpeter als Vater der Public-Choice-Schule betrachten, oder lösen wir das Problem folgendermaßen. Schumpeter ist der Vater der Public-Choice-Schule und James Mill ist der Großvater. Zwischenergebnis zu den Auswirkungen auf den Handelnden. Für den Einzelnen ist es am besten, wenn er selbst entscheiden kann, weil, Begründung, er seine Wünsche selbst am besten kennt und auch selbst den stärksten Anreiz hat, seinen Wünschen entsprechend zu handeln. Also ist es eine Kombination aus einem Informationsargument, selbst am besten kennt, und einem Anreizargument, hat den stärksten Anreiz, seinen Wünschen entsprechend zu handeln. Jetzt komme ich zu der zweiten Aufgabe. Wir müssen zeigen, dass die klassische Freiheit nicht nur im Interesse des einzelnen Handelnden ist, sondern auch im Interesse der anderen. Und das ist ein Punkt, den Hayek sehr betont hat. Ich zitiere aus The Constitution of Liberty, einfach nur einen Satz. The benefits of freedom are not confined to the free. Der Freie nützt den anderen sowohl absichtlich als auch unabsichtlich. Absichtlich, weil die freiheitliche Ordnung den Wohlstand erhöht und reiche Menschen mehr spenden als Arme, kommt die Freiheit der privaten Wohltätigkeit zugute. Aber das ist nicht der Hauptpunkt. Nun unabsichtlich. Wiederum aus informationsökonomischen und anreiztheoretischen Gründen, es sind mehrere. Der Freie nützt den anderen aus mehreren Gründen. Erstens, neues Wissen. Positive externe Effekte neuen Wissens, Informationsökonomik. Wenn jeder selbst entscheidet, entsteht ein Wettbewerb der Experimente. Je mehr experimentiert wird, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit erfolgreicher Innovation. Erfolgreiche Innovationen können früher oder später von den weniger erfolgreichen nachgeahmt werden. Kein Patent währet ewiglich. Diesen Gedanken finden wir schon vor Hayek bei John Stuart Mill, On Liberty.
As it is useful that while mankind are imperfect, there should be different opinions, so it is useful that there should be different experiments of living. That free scope should be given to varieties of character, short of injury to others. Where not the person's own character, but the traditions of other people are the rule of conduct, there's wanting the chief ingredient of individual and social progress. Also, die klassische Freiheit dient dem Fortschritt, sehr optimistisch. Nun das entsprechende Zitat von Hayek, Constitution of Liberty. The existence of individuals and groups simultaneously observing partially different rules provides the opportunity for the selection of the more effective ones. The successful combinations of knowledge and aptitude is not selected by common deliberation, by people seeking a solution to their problems through a joint effort. It is the product of individuals imitating those who have been more successful. Nachahmung. New ideas start among a few and gradually spread until they become the possession of a majority who know little of their origin. Anmerkung. Diese informationsökonomische Begründung ist dynamisch. Neues Wissen. Es geht um neues Wissen. Sie ist nicht statisch, wie im Fall des Preismechanismus, wo es ja um die optimale Nutzung vorhandenen Wissens ging. Hier geht es um neues Wissen. Es geht um die Entdeckung und Verbreitung neuen Wissens. Nun ein zweites Argument, weshalb der Freie auch den anderen nützt. Die Vielfalt der individuellen Experimente erlaubt es der Gesellschaft, das Innovationsrisiko zu diversifizieren. Deshalb ist eine freiheitliche Gesellschaft stabiler und innovationsfreudiger. Die Kosten der Innovation sind geringer. Dieses Argument ist Karl Popper entlehnt. Karl Popper plädiert auf der Ebene der Gesellschaft für Piecemeal Engineering anstelle von Großexperimenten für Reform statt Revolution. Hier das Zitat von Popper. Blueprints for piecemeal engineering are blueprints for single institutions. If they go wrong, the damage is not very great and a readjustment not very difficult. They are less risky. Also hier bei Popper geht es um Experimente auf der Ebene der Gesellschaft. Und das lässt sich natürlich sofort übertragen auf die individuellen Experimente. Auch die vielen kleinen individuellen Experimente im System der klassischen Freiheit sind eine Form des Piecemeal Engineering und erlauben eine Diversifikation des Innovationsrisikos. Drittes Argument, jetzt kommen wir zu Adam Smith. Die kostensenkenden Innovationen gewinnorientierter Produzenten nützen auch den Konsumenten, den anderen. Das Zitat ist außerordentlich berühmt. Wir werden es sofort wiedererkennen, Wealth of Nations. It is not from the benevolence of the butcher, the brewer or the baker that we expect our dinner, but from their regard to their own interest. Every individual, butcher, brewer and baker, neither intends to promote the public interest nor knows how much he is promoting it. He intends only his own gain and is in this, as in many other cases, led by an invisible hand to promote an end which was no part of his intention. By pursuing his own interest, he frequently promotes that of society, die anderen, more effectually
than when he really intends to promote it. Dieser Gedanke ist schon rudimentär vorhanden in dem ersten Buch von Adam Smith, The Theory of Moral Sentiments. Adam Smith hatte ja eine Professur für Moralphilosophie, also Moral Sentiments, 1759. The rich, in spite of their natural selfishness and rapacity, divide with the poor the produce of all their improvements. Also die kostensenkenden Innovationen kommen auch den Armen zugute. Wenn man das jetzt technisch analysiert mit dem modernen Instrumentarium der Ökonomie, dann würden wir sagen, kostensenkende Innovationen erhöhen die Konsumentenrente. Wenn Produzenten aufgrund einer Innovation ihre Kosten senken, verschiebt sich nämlich im Marktdiagramm Angebot und Nachfrage die Angebotskurve, Grenzkostenkurve nach unten. Die kostensparende Innovation führt zu einer Verschiebung der Angebotskurve nach unten. Dadurch wandert der Schnittpunkt mit der Nachfragekurve nach rechts, unten. Das heißt, die Konsumentenrente steigt. Zur Erinnerung, die Konsumentenrente ist das Feld, wir haben hier leider keine Tafel, ist das Feld unter der Nachfragekurve oberhalb des Marktpreises. Das heißt, sie misst den Überschuss der marginalen Zahlungsbereitschaft über den gleichgewichtigen Preis. Also, wenn ein Produzent oder wenn die Produzenten kostensenkende Innovationen realisieren, nützt das den Konsumenten, weil der Überschuss der marginalen Zahlungsbereitschaft über den gleichgewichtigen Preis zunimmt. Das Dreieck wird größer. Zu Adam Smiths Zeiten gab es das Konzept der Konsumentenrente noch nicht. Sonst hätte er sich wahrscheinlich weniger religiös ausgedrückt, Invisible Hand. Die Marginalanalyse und das Konzept der Konsumentenrente wurden meines Wissens erst später von Alfred Marshall entwickelt. Die innovationsbedingte Erhöhung der Konsumentenrente ist übrigens kein positiver externer Effekt im ökonomischen Sinne, denn sie vollzieht sich ja durch den Markt. Interdependenz durch den Markt ist effizient. Externe Effekte wirken dagegen nicht durch den Markt und führen daher zu Ineffizienzen. So viel zur Begründung des klassischen Freiheitsziels. Das war jetzt der Hauptteil meines Vortrags. Ich komme jetzt zum dritten und letzten Teil und muss mich etwas beeilen. Es ist klar, dass man neben dem klassischen Freiheitsziel noch andere Ziele haben kann, zum Beispiel Effizienzziele oder Verteilungsziele. In dieser Hinsicht stellen sich zwei Fragen. Würden solche zusätzlichen Ziele Abstriche beim klassischen Freiheitsziel erfordern? Und wäre die Verfolgung dieser Ziele eine Pareto-Verbesserung gegenüber der freiheitlichen Ordnung? Das heißt, wäre eine Erweiterung des Zielkatalogs im gemeinsamen Interesse? Was sind die möglichen zusätzlichen Ziele? Erstens, staatliche Durchsetzung privater Verträge. David Hume sieht darin eine zusätzliche Aufgabe des Staates. Sie ist mit dem klassischen Freiheitsziel voll vereinbar, wenn die Vertragsschließenden frei entscheiden können, ob und inwieweit sie die staatliche Zivilgerichtsbarkeit privaten Schiedsgerichten vorziehen. Zweites mögliches zusätzliches Ziel, politische Partizipation, Demokratie. Das Recht auf politische Partizipation ist mit dem klassischen Freiheitsziel verwandt, denn beide folgen aus dem Selbstbestimmungsrecht. Linguistisch hat man versucht, der Freiheit von Zwang, klassische Freiheit, ein weiteres Freiheitsziel, die Freiheit zur politischen Partizipation an die Seite zu stellen, Rousseau. Das ist unglücklich, weil es verwirrt.
Denn dann sind zwei verschiedene Freiheitsbegriffe zu unterscheiden und es kommt zu Verwechslungen. Warum sagen wir nicht einfach Partizipation? Das klassische Freiheitsziel und die Demokratie, Volksherrschaft, sind nur dann voll miteinander vereinbar, wenn freiheitsbeschränkende Gesetze nicht mit Mehrheit, sondern einstimmig beschlossen werden. Andernfalls besteht die Gefahr einer Tyrannei der Mehrheit. Das klassische Freiheitsziel spricht zum Beispiel dagegen, dass freiheitsbeschränkende Gesetze mit einfacher Mehrheit beschlossen werden können. Drittes mögliches zusätzliches Ziel: Wettbewerbspolitik, Ordoliberalismus. Die Wettbewerbspolitik kann nicht mit dem klassischen Freiheitsziel, sondern nur mit dem Effizienzziel begründet werden. Aber sie basiert, wie das klassische Freiheitsziel, auf der uralten ethischen Maxime, dass man anderen keinen Schaden zufügen darf, als Testament, Talmud, Cicero und so weiter. Wer seine Vertragsfreiheit dazu benutzt, missbraucht, ein Kartell, Monopol oder Monopson zu etablieren, schließt aber Verträge zulasten Dritter, er schadet anderen. Jede Beschränkung der Vertragsfreiheit, auch jene, die dem Schutz des Wettbewerbs dient, widerspricht jedoch dem klassischen Freiheitsziel. Sie ist eine Beschränkung der Vertragsfreiheit. Deshalb hat sich meines Wissens Hayek nicht für eine staatliche Wettbewerbspolitik eingesetzt. Viertes mögliches zusätzliches Ziel: die Vergütung positiver externer Effekte, einschließlich der Bereitstellung öffentlicher Güter, denn das ist ja nichts anderes als der polare Fall positiver externer Effekte. Ich habe es schon gesagt, das ökonomische Effizienzziel kann nicht nur wie das klassische Freiheitsziel ein staatliches Verbot negativer externer Effekte rechtfertigen. Es kann auch, wie erwähnt, anders als das klassische Freiheitsziel staatliche Subventionen zur Internalisierung positiver externer rechtfertigen. Wie erwähnt, geht die Besteuerung, die zur Finanzierung der Subventionen notwendig ist, zulasten der klassischen Freiheit. Außerdem sind die Kosten des Staatsversagens zu berücksichtigen. Schlussfolgerung: es ist deshalb nicht im gemeinsamen Interesse der Bürger, jede beliebige positive Externalität zu vergüten. Zum Schluss das sozialistische Freiheitsziel, am klarsten formuliert von Karl Marx in seinem Buch Das Kapital. Zitat: das Reich der Freiheit beginnt in der Tat erst da, wo das Arbeiten, das durch Not und äußere Zweckmäßigkeit bestimmt ist, aufhört. Die Freiheit kann nur darin bestehen, dass der vergesellschaftete Mensch, das heißt die assoziierten Produzenten, ihren Stoffwechsel mit der Natur, das heißt den Produktionsprozess, rational regeln, unter ihre gemeinschaftliche Kontrolle bringen, statt von ihm als von einer blinden Macht beherrscht zu werden. Ihn mit dem geringsten Kraftaufwand und unter den ihrer menschlichen Natur würdigsten und adäquatesten Bedingungen vollziehen. Der sozialistische Freiheitsbegriff ist also eine Kombination aus einem höchst problematischen Effizienzziel, nämlich gemeinschaftliche Kontrolle, das heißt Verstaatlichung oder Arbeiterselbstverwaltung, und einem Verteilungsziel, Überwindung der Not. Das sozialistische Freiheitsziel steht daher nicht wie das klassische Freiheitsziel eigenständig neben möglichen Effizienz- und Verteilungszielen. Das sozialistische Freiheitsziel ist selbst Effizienz- und Verteilungsziel und somit als Freiheitsziel völlig redundant. Es steigert die Begriffsverwirrung. Die Sozialisten haben das Freiheitsziel in ein Effizienz- und Verteilungsziel umdefiniert, weil sie sich die positive Bewertung, die die Freiheit beim Volk genießt, für ihre Zwecke nutzbar machen wollten und weil sie es für aussichtslos hielten, die Menschen von ihrem tief verwurzelten Wunsch nach Freiheit abzubringen. Also die haben den Freiheitsbegriff umzufunktionieren versucht. Und um dem sozialistischen Freiheitsbegriff gegenüber dem klassischen Freiheitsbegriff Gewicht zu verleihen, bezeichnen die Sozialisten ihren Freiheitsbegriff als materielle Freiheit oder positive Freiheit und den klassischen Freiheitsbegriff als lediglich formale Freiheit und negative Freiheit. So, Fazit.
Wir sind gefordert, das Freiheitsziel offensiv zu begründen. Wir müssen versuchen zu zeigen, dass die Freiheit im gemeinsamen Interesse aller Menschen, jedes einzelnen Menschen ist. Wir sollten darlegen, dass die Freiheit der Optimierung des Wissens und der Optimierung der Anreize dient. Und danach sortiere ich jetzt noch einmal kurz die Argumente. Erstens, Optimierung des Wissens. A, in der freiheitlichen Ordnung wird das vorhandene Wissen bestmöglich genutzt. Bentham, leider untauglich, Hayek, tauglich. B, weil jeder selbst entscheidet, kommt es zu einer Vielzahl von Experimenten und einem Wettbewerb der Innovationen, die früher oder später von allen genutzt werden können. John Stuart Mill, Hayek. C. Die Diversifikation der Experimente senkt das Innovationsrisiko. Popper, analog. D. Kostensenkende Innovationen nützen nicht nur den Produzenten, sondern auch den Konsumenten. Adam Smith, Invisible Hand. Bei A geht es um statische Wissenseffizienz, optimale Nutzung vorhandenen Wissens, bei B bis D um dynamische neues Wissen. Nun die Optimierung der Anreize. Letzte Seite. A. In der freiheitlichen Ordnung stimmen die Anreize, weil jeder für sich selbst entscheiden kann. Thomas von Aquin, Adam Smith, James Mill. B. Das Gewinnstreben schafft den Anreiz, die Kunden so gut und billig wie möglich zu bedienen. Nochmal Adam Smith. C. Weil die freiheitliche Ordnung den Wohlstand vergrößert, stärkt sie den Anreiz, die Leistungen anderer nachzufragen und für wohltätige Zwecke zu spenden, ganz gleich, ob die Spenden altruistischen oder eigennützigen Beweggründen entspringen. Soweit mein Vortrag. Bitte entschuldigen Sie die vielen Zitate. Ich wollte nicht den Eindruck erwecken, dass alle diese Einsichten von mir stammen. Und ich dachte, dass Sie vielleicht auch an einer kleinen Theoriegeschichte der Freiheit interessiert sind. Ich gebe zu, dass dies eine sehr kompakte Darstellung war, die in Anbetracht der Temperaturen nicht ganz leicht zu verdauen ist. Vielen Dank für Ihre Geduld. Ganz herzlichen Dank dafür, dass Sie uns mit diesen Einsichten bereichert haben. Und wir wissen alle, es gerade so kompakt darstellen zu können, darin liegt die eigentliche Kunst. Also hier 8 Stunden vorzutragen, ist viel einfacher, als es auf 1 Stunde zu komprimieren. Ich würde gerne die Gelegenheit nutzen, wenn Sie einverstanden sind, noch einige Fragen zuzulassen. Ja, Frage ist klar. Wie sieht's aus mit der Schwarmintelligenz? Was ich hier meine, ist, dass der Anreiz, sich über Politik zu informieren, beim einzelnen Bürger desto geringer ist, je größer die Gruppe ist. Wenn wir eine kleine schweizerische Gemeinde haben, ist das kein großes Problem. Aber bei Hegel ist ja der Gedanke, je größer der Staat, je größer die Gesellschaft, desto vernünftiger sind die Entscheidungen, weil man das Wissen aller Beteiligten genutzt hat. Das finden wir ja heute bei Sozialisten auch noch. Bei Karl Schiller gab es auch so eine Formulierung. Also die Vorstellung, je mehr Menschen an der Entscheidung beteiligt sind, desto mehr Vernunft und Wissen gehen ein. Und das ist radikal falsch. Denn je mehr Menschen beteiligt sind, desto schlechter ist jeder Einzelne informiert und desto schlechter sind die Entscheidungen. Vielen Dank, Herr Kerber. Zum Schluss Ihrer Ausführungen haben Sie dann ausgeführt, dass Hayek gegenüber staatlicher Wettbewerbspolitik skeptisch gewesen ist. Nein, das habe ich nicht gesagt. Oder ich gesagt, er hat es nicht propagiert. Ja, gut. Ich will Ihre Darstellung auch nicht korrigieren. In der Europäischen Kommission gibt es eine sehr starke Tendenz, die mittlerweile herrschend ist, unter Berufung allgemein auf das Kurstheorem, nur noch Effect-Based Competition und effizienzorientierte Wettbewerbspolitik zu betreiben.
Mich würde interessieren Ihre Meinung aus einer Hayek'schen Perspektive. Kann man eine solche effizienzorientierte Wettbewerbspolitik überhaupt betreiben, ohne in Konflikt zu geraten mit dem Postulat Hayek's, keine Anmaßung des Wissens für sich in Anspruch zu nehmen? Denn der Wettbewerbsprozess ist ja ein unvorhersehbarer, komplexer, der gerade koordiniert wird über den Markt, während sich die Wettbewerbsstrategen in der Europäischen Kommission und mittlerweile auch im Bundeskartellamt anmaßen, ich setze das mal in Anführungsstrichen, unter Anstrengung komplexer Aggregate und ökonometrischer Modelle zu sagen, was denn eine effiziente Auslegung dieses Wettbewerbsprozesses ist. Vielen Dank. Ja, die Diskussion in der Europäischen Union über die Wettbewerbspolitik ging ja darüber, ob man wie bisher hauptsächlich mit Regeln arbeiten sollte in der Wettbewerbspolitik oder eben der Monti-Ansatz. Ich würde sagen, beides sind letztlich effizienzbasierte Forderungen, denn auch wenn Sie mit Regeln arbeiten, müssen Sie sich ja die Frage stellen, sind diese Regeln effizient? Und das wäre praktisch Rule Utilitarianism, ja? Die Effizienz von Regeln. Letztlich ist es immer Effizienz. Die Frage ist nur, wollen wir es mit Regeln machen oder wollen wir es mit Kosten-Nutzen-Analysen machen? Und da wäre Hayek natürlich für Regeln gewesen, aber ich glaube nicht, dass er das irgendwo geschrieben hat. Ihre eigene Position dazu? Wie weit würden Sie in der Wettbewerbspolitik dann gehen? Für eine Wettbewerbspolitik der Regeln. Also ich gehe über das klassische Freiheitsziel hinaus. Okay. Vielen Dank nochmal für diese Klarstellung. Ich versuche es kurz zu machen. Sie haben bei den positiven Externalitäten relativ elegant geschlossen, indem Sie gesagt haben, es lässt sich sicher nicht begründen, jedwede positive Externalitäten als Begründung zu nehmen. Sie hatten zwischendurch auch die Wieksellsche Einstimmigkeit. Halten Sie denn die Konstitution ökonomischen Ansätze mit Hayek für kompatibel zu sagen, in bestimmten Fällen, nämlich im gemeinsamen Interesse liegend, ist es denkbar, bei so einem Gesellschaftsvertrag positive Externalitäten als Begründungszusammenhang zu nehmen? Oder wollten Sie eigentlich sagen, positive Externalitäten sind nie ein Begründungsmuster? Nein, das wollte ich nicht sagen. Ich wollte nur sagen, Sie entspringen nicht dem klassischen Freiheitsziel. Auch in dieser Frage würde ich über das klassische Freiheitsziel hinausgehen. Das ist übrigens nicht nur bei Hayek so, sondern auch bei Adam Smith. Adam Smith erkennt an, dass es öffentliche Güter gibt und dass man für deren Finanzierung Steuern erheben muss. Aber das ist ein schwieriger Abwägungsfall und meine Kritik ist eigentlich nur, dass die Probleme bei dieser Politik so groß sind, dass man sehr vorsichtig sein muss und man sollte nicht versuchen, jeden positiven externen Effekt zu internalisieren, nur die wirklich Großen. Im englischen Recht des 18. 17. Jahrhunderts gab es das Rechtsinstitut der Indentured Servitude, der Schuldknechtschaft, die im 19. Jahrhundert dann verschwand. Also solche Verträge konnten nicht mehr rechtskräftig abgeschlossen werden. Was würden Sie von Ihren theoretischen Überlegungen ausgehend über derartige Verträge sagen? War es richtig, dass sie im 19. Jahrhundert dann als rechtlich unwirksam galten, oder es wäre es besser bei der Indentured Servitude geblieben? Ja, das ist eine sehr unangenehme Frage. Also bei dieser Schuldknechtschaft geht es ja darum, dass jemand willentlich einen Vertrag abgeschlossen hat mit dem Risiko, dass, wenn er seine Schulden nicht zahlen kann, er in die Knechtschaft kommt. Wie es auch schon im Mittelalter Fälle gegeben hat, wo, wie hieß es damals, wo sich also freiwillig Menschen in die Unmündigkeit begeben haben, weil sie sich sonst nicht ernähren konnten, hat es gegeben, in größerer Zahl. Ich meine mit Charles Dickens, dass die Schuldknechtschaft
so problematische Wirkungen hatte in England und auch in Deutschland, dass sie sich nicht bewährt hat. Und ich müsste jetzt überlegen, wie ich das begründen will. Ich habe noch nicht genug darüber nachgedacht. Es sind zwei Anmerkungen. Einmal die Frage bei Marx. Ich konzentriere mich jetzt auf Marx, wie er das Informationsproblem löst. Das hast du kurz gestreift. Es gibt Kapital Band 1 eine Stelle, wo er das anspricht und sagt, das ist ganz einfach, das zu regeln. Genau wie der Robinson, der auf eine Insel kommt, sein Buch nimmt, das er seine Einträge gemacht hat, macht doch die Gesellschaft ihre Einträge über das, was zu verbrauchen ist und was notwendig ist, um das zu Verbrauchende jetzt herzustellen. Also er hat eine Ein-Personen-Gesellschaft unterstellt und damit entfällt das Informationsproblem. Dann eine Bemerkung zum Freiheitsbegriff. Du hast gesagt, der Freiheitsbegriff war so beliebt oder so akzeptiert, dass die Marxisten den auch übernehmen wollen. Aber sie haben den Freiheitsbegriff auch anders gefasst. Antidüring sagt Engels, Sozialismus ist der Sprung aus dem Reich der Notwendigkeit in das Reich der Freiheit. Reich der Notwendigkeit bedeutet, dass die Menschen unter dem Marktgesetz stehen, also konkurse Arbeitslosigkeit. Das ist sozusagen das Reich der Unfreiheit. Wenn wir dagegen im Sozialismus sind, dann bestimmt die Gesellschaft, was produziert wird. Und da gibt es keine Konkurse, da gibt es keine Arbeitslosigkeit. Und das ist für ihn dann der Sprung vom Sozialismus in die Freiheit. Also nicht etwas Abgeleitetes aus dem klassischen Liberalismus, sondern sozusagen nur der Sozialismus kann Freiheit schaffen, weil dann die Menschen von den Gesetzen des Marktes erlöst sind. Völlig einverstanden. Weil aber auch das Problem der Knappheit elegant wegdefiniert wird. Und dann leben wir natürlich in einer Überflussgesellschaft, von denen heute auch schon wieder viele träumen. Herr Faubel, ganz herzlichen Dank. Ich habe zum Schluss noch eine Frage. Würden Sie diesen Vortrag uns zur Verfügung stellen, dass wir es an alle Teilnehmer verbreiten können? Vielen Dank dafür. Dann. Applaus